So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß. Wo sind wir denn hier? Bucht von Ondula habe ich gerade vorhin gelesen. Jetzt ist die Frage, war Corto schon beim letzten Weißen? Das können wir eigentlich relativ einfach nachschauen, wenn wir nämlich die TM für Flammenwurf haben, was wir nicht haben, dann war er dort. Also gut. Hat das anscheinend nicht gefunden. Na gut, dann müssen wir halt selber ran. Falscher Knopf, da wollte ich hin. Wie schaut denn das Pokémon-Team eigentlich aus? Naja, ich glaube, da ist ein Pokémon-Center gerade nicht schlecht. Wenn wir hier schon in Ondula sind. Dann wollen wir doch mal. Ich meine, das ist hier schon war mit dem schönen Wasserfall. Hier haben wir auf jeden Fall einen Hyperball. Und dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter. Und begegnen noch einen wilden Pokémon. Ein Barschuft. Level 53. Ausnahmsweise mal irgendwas auf unserem Level. So. Hier will ich noch weiter nach oben. Denn hier haben wir den letzten Weisen. Sei mir gegrüßt, starker Trainer der Drachenstiege. Herrscht zwischen dir und Sekrum ein starkes gegenseitiges Verständnis? Ich hab's gar nicht dabei. Wahre Freundschaft kennt keine Grenzen. Wenn es dich auf dieser Welt jemanden gibt, mit dem du dich wirklich verstehst, können dich noch so viele Länder und Meere von ihm trennen. Im Herzen bleibt ihr euch doch stets nah. Du verstehst dich mit deinem Pokémon, so wie M sich mit seinem versteht. Deswegen möchte ich dir dies hier geben. TM8 Protzer. Naja, die gibt uns ja auch noch. Die Legende von der Entstehung Einals besagt, die Pokémon und die Menschen hätten mit vereinten Kräften die Welt verändert. Was für eine simple und doch kraftvolle und inspirierende Aussage das ist. Wenn einen die Tatsache, dass man die Welt verändert, zum Helden macht, dann kann wahrlich jemand ein... Aber kann wahrlich jedermann ein Held sein. Wenn jeder einen Teil beiträgt, wird die Welt sich von ganz allein zum Guten ändern. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über Team Plasma erzählen, was du weißt. So soll mir recht sein. Team Plasma konnte mich verändern, aber nicht die ganze Welt. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft von euch kommen wird. Hab Dank. Also Black, ich muss dir etwas mitteilen. An einem weit, weit entfernten Ort wurde eine Person, die aussah wie N, zusammen mit einem Drachen-Pokémon gesichtet. Ich habe vorher den Wahrheitsgehalt dieser Information höchstpersönlich zu prüfen. Also dann, auf dass wir uns eines Tages wiedersehen. Ja, damit sind wir mehr oder weniger mit den Weisen von Team Plasma durch. So, wen haben wir vorne? Timon. Gut. Schauen wir mal, was der hier kann. All das Bergsteigen hat meinen Pokémon für stramme Waden gesorgt. Der Wanderer Taylor. Mit einem Hippopotas, dann gibt es jetzt gleich einen Sandsturm. Also gut, einmal Drachentanz. Der ist immer drin. Ein Knirscher, gut, das sollten wir locker überleben. Dann geben wir ihm jetzt eine Drachenklaue und dann soll's gut sein. Okay.
Wieso kann der Geofischer und wieso trifft der damit? Arschloch, ernsthaft. Wieso trifft der mit der Scheißattacke? Der hatte 43% Chance, dass die trifft und der trifft und der kriegt's natürlich. Hier. Yeah. Ne, 41% hatte er, ja. Hm. Ein Keifel. Das lassen wir Nick machen. Keifel ist zwar in der physischen Verteidigung besser als in der speziellen, aber Nick ist im physischen Angriff auch ein bisschen besser als im speziellen. Und ein Volltreffer reicht es ja so oder so. Ein Voluminas kommt da noch. Wie macht man das am besten? Ja, komm. Das darf auch Nick machen. Voluminas ist in beiden Verteidigungswerten verdammt hart. Aber probieren wir es einfach mal. Ladungsstoß kann er auch noch. Sollte uns aber nicht killen, weil dafür ist Voluminas Spezialangriff ein bisschen zu grottig. Hier wollte ich hin. Zum einen brauche ich erstmal einen Beleber. Dass der da ausgerechnet Geofischer machen muss hier. Und dann noch ein bisschen Kummumilch. Ich muss hier mal ein bisschen erkunden. Hier irgendwo in der Nähe muss ja die TM für Flammenwurf sein. Das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau. Natürlich kommt hier wieder ein wildes Pokémon. Und mal wieder ist es ein Barschuft. Weg mit dir. Hier ist das. Okay, okay, okay. Da gehen wir später noch rein. Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Ah ja, okay. Und hier ist noch ein Ast-Trainer. Den können wir auch noch mitnehmen. Dann schaue ich mich nachher da oben noch ein bisschen um. Da war nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Es ist schon lange her, dass ich hier das letzte Mal war. Den nehmen wir jetzt aber noch mit. Wenn ich so lange kämpfe, bis ich gewinne, kann ich gar nicht verlieren. Ja, komische Logik, die du da hast, mein Freund. Ein Absol, Level 68. Huch. Jetzt kommen sie mit immer höheren Viechern daher. Bitte lass es kein Crit sein. Jetzt schneller sein. Dankeschön. Oh, das hat nicht gereicht. Das war nicht gut. Ich dachte eigentlich, dass es reicht. Ah.
Simon braucht langsam mal ein bisschen EP wieder. Ein Valrhizer. Okay. Den Donner wird es zwar mit großer Wahrscheinlichkeit überleben, aber er wird auf jeden Fall gut Schaden machen. Okay. Gut, dass er daneben haut. Und ich auch. Den Blizzard bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den überlebe. Ich glaube ihn aber nicht. Dachte ich mir. Wem geben wir denn die EP? Komm, kriegt sie Nick halt. Was haben die hier alle mit ihren K.O.-Attacken? Und der überlebt den Scheiß sogar noch. Gut, dass Nick hier so schön ausweicht. Wenigstens gibt es so viel EP. Ein Dodri hat er noch. Was kann jetzt Petri machen? Mit einem Steinhagel. Das hat mehr abgezogen, als ich gehofft hatte, obwohl es nicht effektiv war. Irgendwas aus einem Fuchtel überlebt. Nee. Da muss ich jetzt halt nachher wieder sehr viel wiederbeleben. Bitte sei jetzt schon verwirrt. Jawohl. Eistüte, mach du das dann mal. Bitte hau dich selber. Nein, wieso? Oh, Gott sei Dank, der hat überlebt. Diese Trainer hier, die machen mich noch fertig. Haben wir ja erst noch, stimmt. So, jetzt noch alle schön mit Milch versorgen. Supertrank haben wir nicht mehr zufällig, oder? Egal. Kumumilch ist sowieso billiger als Supertrank. Heute haben es mich die wilden Pokémon. Simon braucht auf jeden Fall mal wieder ein Level Up. Ging es da oben jetzt eigentlich noch weiter oder? Ne, da geht's gar nicht mehr weiter. Okay, dann muss ich halt wirklich darunter. Dann gehen wir jetzt in den Schrein der Erde. Schauen wir mal, was es hier noch so alles gibt. Schauen wir einfach mal hier rein.
Das große Demeteros wachte über dieses Land. Fruchtbarer Boden und reiche Ernte wurden uns versprochen. Begebe auch du dich zum Schrein von Demeteros und zolle ihm Respekt. So. Ja, genau hier war der Flammenwurf. Kann zwar niemand von uns lernen, soweit ich das weiß, aber es ist trotzdem gut, den zu haben. Lass uns sehen, wessen Pokémon stärker sind. Kommt drauf an, wenn du mir jetzt wieder irgendwelche Level 70 Brocken entgegenwirfst, dann sind es deine. Aber wenn du mir sowas wie eine Raupi entgegenwirfst, dann sehe ich jetzt gute Chancen, dass ich hier endlich mal ein bisschen was trainieren kann. Und weil der jetzt schon ein Raupi ist, nutze ich jetzt gleich mal die Gelegenheit und booste zwei Drachentänze. Ein Raupi kann mir nicht viel. Ja, das ist, glaube ich, sogar noch das Schlimmste, was ein Raupi mir machen kann. Komm schon, hau mir einen Tackle oder einen Käferbiss. Genau. Ich brauche nur den einen Init-Boost. So. Jetzt stehen wir da mit doppeltem Angriff und 1,5-facher Init. Jetzt können wir wenigstens mal ein bisschen trainieren hier. Ein Tanzer. Das Viech könnte zwar Robustheit haben, aber das ist mir egal. Denn Timon hat eine Überbrückung und Überbrückung überbrückt die Robustheit. Ein Therapendra hat er auch noch. Ja, das bringt ihm auch nichts, denn Timon ist mittlerweile richtig aggro. Gott, ein Giftdorn. Wenigstens gibt das Serapendra jetzt mal gut EP. Ein Weberak. Okay, das kriegen wir auch. Maskeregen. Das hauen wir auch noch weg. Auch wenn er mir jetzt einen Angriffsboost wegnimmt. Gut, ich habe immer noch mehr oder weniger einen Drachentanz so drin. Vor allem bei einem Volltreffer reicht das noch. So. Haben wir noch ein Gegengift? So einen speziellen Gegengift, ja. So, jetzt braucht man mit. Die Eistüte braucht jetzt aber auch mal wieder ein Level Up. Okay, da hinten sind auch noch Items. Ein Hypertrank. Schauen wir, was hast du hier zu sagen? Ah, schleich dich nicht so von hinten an, da erschlägt man doch. Göre Gabriele mit einem Seeper. Na super. Jetzt kommt sie mit einem Wasser-Pokémon und ich komme mit dem einzigen Pokémon daher, das nichts gegen Wasser-Pokémon hat. Naja, gut. Wenigstens weiß ich, dass Seeper eine relativ beschissene Spezialverteidigung hat. Und wir können schon mal einen Hagelsturm raushauen. Mit dieser relativ beschissenen Spezialverteidigung können wir doch was arbeiten. Ein Ponita. Ja, da möchte ich jetzt wechseln, auch wenn es gerade hagelt. Petri, mach du das mal. Ja,
mit einem Steinhagel. Sonnenkern, gut, das können wir jetzt wieder die Eistüte machen lassen, weil die kämpft im Hagelsturm so gern. Da sind wir mit unserem Eisstrahl ja auch sehr effektiv. Da habe ich doch glatt verloren, ist das nicht traurig? Traurig für dich. Und natürlich haben wir jetzt noch einen wilden Doppelkampf mit zwei sehr interessanten Pokémon, muss ich allerdings dazu sagen. Ein Palimpalim und ein Darmhirplex. Habe ich aber dennoch kein Interesse daran. Okay, hier geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Hier immer noch mal ein paar Limperlim. Und einen Scharfzahn. Der erhöht die Volltrefferquote, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder war das der mit der Zurückschreckchance? Das könnte auch der mit Zurückschreckchance gewesen sein. Immer nur gegen dieselben Trainer zu kämpfen, ich bin es leid. Da kommst du mir gerade recht. So, dich nehme ich noch mit und dann werde ich dann mal wieder aufhören und den Koto wieder ranlassen. Aber erstmal verkloppen wir dieses Burmi. Wobei, wir machen erstmal einen Hagelsturm. Dass die alle fast keinen Schaden machen. Natürlich kommt er jetzt mit dem Schutzschild. Ich hätte es wissen müssen. Burmis haben immer ein Schutzschild. Er ist nicht umsonst die erste Attacke, die sie können. Tangela, da bleibe ich erst recht drin. Vor allem, weil Tangela kaum Spezialverteidigung hat. Und eine Eisschwäche. Kleiner Funfact, Tangela ist übrigens das einzige reine Pflanzen-Pokémon der ersten Generation und somit auch das erste reine Pflanzen-Pokémon im Nationaldex. Und ein Kronjuwild. Ja, ich kriege mal auch noch. Risikotackle, das könnte wehtun. Aber wenigstens überlebt. So. Ich gebe der Eistüte jetzt nochmal. Wo ist denn Kumomilch? Und dann stelle ich mich mal so hin, dass der Koto sieht, wo es weitergeht. Und dann beende ich jetzt erstmal wieder die Aufnahme und schau mal, wo mich der Koto das nächste Mal rauslässt. Ja, dann, ich bin mal gespannt und wir sehen uns in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!